In letzter Zeit wurde ich vermehrt auf die neue Piaget Polo Date mit schwarzem Zifferblatt angesprochen. Und obwohl ich die Automatikuhr mit Manufakturtechnik schon Anfang des Jahres, nämlich auf der Branchenmesse Watches & Wonders in Genf am Handgelenk hatte, wollte ich sie mir daraufhin noch einmal genauer anschauen. Und wie könnte das besser gehen als in einem neuen Makrovideo? Dieses Modell der Polo-Reihe ist mit einem 42mm Edelstahlgehäuse ausgestattet. Wir kennen auch schon die blaue Version. Und sie besitzt eine interessante Form, die irgendwo zwischen rund und quadratisch liegt. Vielleicht würde man auch schon tonneauförmig sagen. Mit dem integrierten Band aus Kautschuk und der kantig runden Form kommt die Uhr jedenfalls ziemlich sportlich daher. Das Zifferblatt mit horizontal angeordneter und vertiefter Linienstruktur ist schwarz, bietet damit einen guten Kontrast zu den aufgesetzten und mit Leuchtmittel ausgelegten Stahlindizes und Zeigern. Auf dem Außenrand ist eine umlaufende 60er-Skalierung aufgedruckt. Besonders gelungen ist meiner Meinung nach jedoch die Umrandung des Datums auf der 6-Uhr-Position und der Sekundenzeiger mit roter Spitze mit dem Piaget P. als Gegengewicht. Die Gehäuseform kennen wir natürlich schon von den anderen Modellen der Polo-Reihe, die bereits seit 1979 Teil der Piaget-Kollektion ist. Man kommt nicht umhin, eine gewisse Nähe zu den anderen bekannten Sportmodellen mit integrierten Armband wie Nautilus oder Royal Oak zu erkennen, deren Design ebenfalls aus den 1970er Jahren stammt. Für mich bietet die Piaget Polo aber tatsächlich noch genug Eigenständiges. Und integrierte Armbänder sind derzeit einfach sehr beliebt und modisch. Die Flächen und Flanken der Polo sind größtenteils satiniert, werden jedoch durch polierte Flächen unterbrochen. Die tadellose Ausführung des Streifenschliffs ist prominent auf der Lünette und den Flanken zu erkennen. Die Krone ist mit dem Piaget-Logo verziert und auf der Rückseite bietet ein Saphirglas Einblicke in das Manufakturkaliber. Das Piaget-Werk 1110P oder 1110P ist ein Automatikwerk mit Standardfrequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und einer maximalen Gangreserve von ca. 50 Stunden. Es ist mit einer Höhe von 4 mm etwas flacher als vergleichbare Serienwerke von ETA oder Sellita und natürlich auch fein finisiert. Auf dem anthrazitgrauen Rotor befindet sich das Wappen der Piaget-Manufaktur und perlierte Platinen, anglierte Brücken, Räder mit Sonnenschliff und gebläute Schrauben dürfen bei einer Marke wie Piaget natürlich auch nicht fehlen. In den Nahaufnahmen können Unruh, Anker und sogar Teile des Räderwerks bei der Arbeit beobachtet werden. Das Werk selbst basiert auf dem Cartier 1904 PSMC, wird aber in dieser Form nur bei Piaget verwendet. Das Kautschukband ist genauso liniert wie das Zifferblatt und liegt schön am Gehäuse an. Eine Kombination aus Falt- und Dornschließe sorgt für sicheren Halt am Handgelenk und all das darf natürlich auch nass werden. Wasserdicht ist die Sportuhr auch, und zwar bis zu einem Druck von 10 Bar. Das Tragegefühl der Piaget Polo ist wirklich sehr angenehm. Sie ist leicht, flach und schmiegt sich auch sehr gut am Arm an. In meinen Augen ist die Polo Date ein sehr gelungenes Modell, was auch durch die Gehäuseform und die integrierte Bandkonstruktion gerade sehr gut in die Zeit passt. Die Polo Date ist in dieser Ausführung tatsächlich die günstigste Herrenuhr in der Piaget-Kollektion. 11.400 Euro für eine Dreizeigeruhr mit Datumsanzeige ist wirklich teuer und für mein Gefühl tatsächlich auch etwas zu teuer. Ich hoffe, ich konnte euch die Piaget Polo Date Black etwas näher bringen. Und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und uns auch besucht auf unserer Webseite armbanduhren-online.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.